Ja, ich wünsche einen schönen guten Montagmorgen. Die zweite Woche beginnt und wir wollen in unserer Thematik fortschreiten, damit wir einigermaßen eine Abrundung zu diesem Thema kriegen. Das ist gar nicht ganz leistbar, aber ich will, dass man die verschiedenen Stufen hier der Düngung wirklich gründlich genug mal durchschaut. Und ich möchte gerne nochmal anknüpfen an letzte Woche, nun mal im Sinne einer kurzen, damit den roten Faden wieder aufgreift. Wir haben uns ja des Langen über die Stickstoffproblematik unterhalten und gesehen, dass der Stickstoff eigentlich gar kein Dünger ist. Oder ein Antidünger ist, könnte man fast sagen. Und das wurde ganz deutlich, dass wenn man also Stickstoff auf den Acker schmeißt, dass man einfach von vornherein annehmen muss, dass 25% dieses Stickstoffs sich sehr schnell löst in Wasser und mit dem nächsten Regen auch schon ausgewaschen wird. 25% ins Grundwasser und das Grundwasser verseucht und dann über das Grundwasser die Bäche und über die Bäche die Seen und über das Seen das Meer. Es kommt zur sogenannten Eutrophierung. Intensives Algenwachstum, Kresselwachstum und so, also und dann natürlich Mikrobenwachstum und das hat katastrophale Folgen für die Seen durch den sogenannten biochemischen Sauerstoffverbrauch. Und das heißt, dass durch die Aktivierung des Algenlebens und überhaupt also der ganzen Mikroben im See, die brauchen einfach, wenn die absterben, brauchen die zur Zersetzung aerobe Verhältnisse. Das heißt Sauerstoff. Und den Sauerstoff holen sie aus dem Wasser. Und wenn das da zu intensiv ist, zum Beispiel zu warm ist oder ein sehr flachgründiger See ist, dann ist der Sauerstoffverbrauch so hoch, dass es bald verbraucht ist und dann fangen die Fäulnisprozesse an. Dann fangen anaerobe Prozesse, also sauerstofffreie Prozesse an und das ist Fäulnis. Und die Fäulnis dann setzt sich also anaerobe Masse unten am See des Bodens ab und dann kippt der See sogenannten, man nennt es Umkippen des Sees, Umkippen der Meere im Großen. Der Bodensee, den hat man schon in den 50er Jahren erkannt, der kann umkippen, wenn man da nichts macht. Ne? Durch Zufuhr von, damals hat es noch keine Kläranlagen so in dem Umfang gegeben und so weiter. Also diese Gefahren des Umkippens des Wassers, dass es eigentlich auch nicht mehr brauchbar wird, für irgendwelche, also Trinkwasserzwecke schon gar nicht. Das hängt eben mit dieser Stickstoffauswaschung zusammen. A, B, 25% von Stickstoff geht in die Luft. Durch Denitrifikation und unter Bildung von Lachgas, das sind also NO2-Verbindungen, und die gehen an die Luft, sind Gase und wirken wesentlich stärker auf die Ozonosphäre und so überhaupt schädlich auf das Klima, 25% stärker als das CO2. Und dann haben wir gesehen, 50% von diesem Stickstoff, die gehen, nimmt die Pflanzen auf, aber zwangsweise quasi, und muss sie irgendwie verarbeiten. Und Eiweiß wird da gebildet, aber das Eiweiß taugt da nichts mehr, das strukturiert sich nicht mehr, das bleibt in Eiweißvorstufen hängen. Und in niedermolekularen Verbindungen bis hin zu Aminosäuren, ja sogar Nitratstickstoff plötzlich da oben in der Frucht. Und das wird, ist es quasi auf dem Wege des Kanzerogenen, also des Krebserzeugenden. Und die Pflanzen bleiben immer unreif. Also alle mit Stickstoff gedüngten Pflanzen bleiben physiologisch unreif. Also wir essen im Wesentlichen heute unreifes Zeug, wenn wir aus dem Supermarkt da irgend sowas kaufen. Und ja. Ist das auch so, wenn man diesen Stickstoff wirklich, wenn die aus der Vegetationsphase in die generative Phase wechselt und der Stickstoff ist dann halt aufgebraucht, der Mineralstickstoff, ist das dann immer noch? Ist immer noch. Okay. Ja, die ganzen physiologischen Prozesse sind von vornherein von der Wurzel über den Stängel, das Blatt bis jetzt hinauf in die eigene Fruktifikation gestört. Kann man machen, was man will. Also das wollte ich nur noch mal andeuten, deswegen möchte ich es mal sagen. Es gibt also eine Düngung,
die man heute eigentlich Düngung nennt, die zentral ist, das ist die N-Düngung. Und die möchte ich mal bezeichnen als minus 1. Das ist also eine Negativdüngung im Grunde genommen. Und dann haben wir uns gestern auch noch am Samstag beschäftigt mit all demjenigen, was jetzt, sagen wir mal, aus der toten anorganischen Natur an Mineralstoffen dem Boden noch zugeführt werden kann. Und auch das habe ich nicht als eine Düngung im engeren Sinne bezeichnet, weil wir von dem Gesichtspunkt ausgegangen sind, dass das tote Anorganische nicht aus sich heraus Leben erzeugen kann. Und das ist ja gerade der Sinn der Düngung, dass das Lebendige gefördert wird, die Lebensnatur der Pflanze. Aber dass das tote anorganische Material, ob es Phosphorsäure ist oder Kalium oder was es auch Magnesium sein mag, dass das niemals aus sich heraus in irgendeiner Weise die Lebensprozesse als solche fördert. Sie unterstützt selbstverständlich, dass die Pflanze eine stofferfüllte irdische Pflanze werden kann. Aber das, was Leben erzeugt, ist, es kommt alles von oben. Es kommt vom Kosmos, es kommt von der Sonne. Die Sonne schafft Leben, nicht die Erde. Nicht das tote anorganische Material. Und wir haben ja gesehen, also immer dann, wo Leben ist, muss vom irdischen her ein Same, ein Keim veranlagt sein. Aber der kommt nicht aus dem Mineralischen, der kommt auch von der Pflanze. Also wir haben jetzt hier eine Nullstufe, möchte ich mal nennen. Das ist alles dasjenige, was jetzt im weiteren Sinne Mineralstoffe sind. Die selbstverständlich irgendwo da sein müssen, wenn die Pflanze eine sichtbare irdische Gestalt annehmen soll. Und da haben wir davon gesprochen, dass bestimmte Stoffe sind einfach in unseren Böden im Minimum oder einfach völlig einseitige Verhältnisse. Und dass man da unter Umständen, um die Prozesse erstmal optimal in Gang zu setzen, man braucht es nicht ständig zu machen, sondern um mal ein Niveau zu schaffen, auf dem aus einer gewissen Harmonie der stofflichen Verhältnisse heraus, dass die Pflanzen zu irdischen Pflanzen werden kommen, zu stofferfüllten Pflanzen. Die Stoffe kommen von der Erde, das Leben kommt vom Kosmos. Und diese Stoffe müssen dann eben auch verfügbar sein. Die kann man herzaubern. Ne? Und das ist heute auch viel Gläubigkeit in dieser Hinsicht. Also, das ist also aus nichts kommt nichts. Ne? Und da haben wir ja davon gesprochen, dass nun da ganz bestimmte Stoffe, die die Pflanze als irdische Stoffe dringend braucht, das ist vor allen Dingen zunächst mal sind es die Erdalkalien. Die zweiwertigen basischen Bestandteile der Erde, das ist einmal der Kalk und das andere ist das Magnesium. Das sind beides Erdalkalien und der Kalk ist sozusagen ein Wachstumshelfer, möchte ich mal sagen, vom Irdischen her gesprochen, für die Pflanzennatur, wie auch das Magnesium. Also zum Beispiel wissen ja alle, dass das Magnesium, das eigentliche Zentralmineralstoff ist in der Chlorophyllbildung bei den Pflanzen. Das Chlorophyll ist wie das Blut, nur ist es grün, Blut ist rot. Das Blut hat als Zentralmineralstoff das Eisen. Die Pflanzen, das Blattgrün der Pflanzen, hat zum Zentralmineralstoff das Magnesium. Ja? Und also so muss man einfach sagen, die Pflanzen heben aus der Boden entgegen der Schwerkraft durch ihren eigenen ihre Lebensaktivität heben die Stoffe aus der Schwerkraft heraus und binden sie in ihre eigene lebendige Organisation ein. Das ist eine Aktivität der Pflanze. Das machen nicht die Stoffe von selbst, ne? Sondern
Die Pflanze nimmt sie dann von unten nach oben und baut sie in ihre eigenen organischen Verhältnisse ein. So, das ist also der Kalk und Magnesium haben wir mal angesprochen. Also man kann Magnesiumsulfat zum Beispiel nehmen, wenn da im Sandböden große Defizite auftreten, als vorübergehende Bodenverbesserung, bis sich die Sache irgendwie dann selbst trägt. Oder Magnesium, Kalimagnesia, das habe ich auch schon genannt. Ein Hinweis übrigens, Rudolf Steiner, auf die Frage, was man soll man da machen, wenn das Kali im Minimum ist oder auch das Magnesium, antwortet der Kalimagnesia. Und wenn der Kalk im Minimum ist oder wenn da zu hetzige Prozesse im Komposthaufen sind, soll man CaO da reinstreuen. Das ist der Brandkalk, der schärfste Kalk. Also da gibt es überhaupt keine Dogmatik, sondern da gibt es wirklich nur Einsichten. Aus der eigenen Beobachtung, Intuition, aus dem Denken der Zusammenhänge muss man dann die Entscheidungen jeweils treffen. So, und dann haben wir dann weiter besprochen über das, auch das Phosphat. Das Phosphat ist ja ein Stoff, der eigentlich im Boden immer an der Oberfläche ist. Der geht gar nicht so durch Verwitterung. Selbstverständlich wird er auch im Unterboden freigesetzt, in der Regel aus Apatiten. Sind ganz, also bestimmte Phosphatmineralien sind Calciumphosphate oder Calciumfluorphosphate. Zum Teil, und die verwittern nicht leicht, also es dauert ziemlich lang. Und auf diese Weise wird Phosphat grundsätzlich durch Verwitterung frei, gewiss. Aber für das Phosphat gilt am allermeisten, dass es eigentlich ein Stoffkreislauf ist. Man spricht immer von Stoffkreisläufen. Das ist ein schreckliches Wort eigentlich, weil es nicht stimmt. Aber Phosphat stimmt es noch am ehesten. Das Phosphat wird so gut wie nicht ausgewaschen in den Böden, faktisch ja schon. Es wird nur abgetragen, durch Wind, Staub, vom oberflächlich abgetragen oder aber durch Erosion, flächenhafte Erosion. Die ist so gefährlich in unserem heutigen modernen Ackerbau, viel gefährlicher als es je früher war. Das beobachten wir nun. Hier strömt so ein bisschen so Wasser so oberflächlich ab. Und der Mais generell strömt oberflächlich ab und nimmt das alles schön mit. Alles verschwindet. Weil der Phosphor ganz, ganz oben angelegt. Und warum? Weil er im Wesentlichen in organische Prozesse eingebunden ist. Also das ganze mikrobielle Leben beruht letzten Endes darauf, dass es eigentlich lauter Einzeller sind mit einem Zellkern und dieser Zellkern enthält Phosphonukleoide, das sind phosphorhaltige Eiweiße. Der Phosphor spielt in der Pflanzenphysiologie eine ungeheure Rolle in dem ganzen Hin und Her von Stoffaufbau und Umbau. Also ob wir einen Phosphor brauchen, wir eigentlich, da müssen wir nur sehen, dass wir ordentlich Humus in den Böden kriegen, dass wir das Bodenleben aktivieren. Und wenn das auch nicht so richtig zustande kommt, dann muss man in Gottes Namen dann eben Weicherdephosphat, das ist also ein Phosphatdünger, das sind zermahlene Knochen aus den Fossilien, also alte Tiere, die da in der Sahara einstmals gelebt haben, die haben da große Knochenfossillager entdeckt in Marokko und in Algier. Und die werden heute abgebaut und als Weicherdephosphat verkauft. Andere Phosphatdünger sind also die Hüttenkalke. Bei der Verhüttung von Ersten gibt es also Hüttenkalke, die einmal als Hüttenkalke, die sind Silizium- und Calciumhaltig, also beides. Und es gibt solche, die vermehrt auch Phosphor enthalten. Da muss man sich erkundigen, welche das sind. Also da kann man auch auf diese Weise zarte Hilfen geben, dass mal die Prozesse in Gang kommen. Ja? Es ist ja in unserem Gewächshaus, bei den Tomaten, das Problem, dass die Blätter Phosphormangel angezeigt haben. Aber unsere Bodenproben haben keinen Phosphormangel angezeigt. Also die Laborergebnisse quasi. Phosphormangel angezeigt? Nein, gar keinen. Aber die Tomaten schon. Ja. Und dann war bei uns die Frage, wir dürfen. Ja, aber die Außenränder-Vergilbung kann natürlich auch Kalimangel sein. Nee, und lilane Flecken auf dem Blatt. Aha.
Naja, also die sind ziemlich ähnlich, diese Phänomene. Also aber keinen Mangel, ja. Also das, da meldet sich dann ein Defizit an. Ne? In solchen Erscheinungen. Naja, also so hat man also da verschiedene Möglichkeiten, da muss man sich einfach dann von Mal zu Mal erkundigen, wo man das am billigsten herkriegt, aus der Umgebung oder irgendwie. Und Kalium habe ich ja schon genannt. Dann gibt es ja noch den Algenkalk. Der Algenkalk ist natürlich eine tolle Sache, gerade im Gartenbau, nicht? Weil man da wirklich das ganze Spektrum, die kommt, ist ja organischen Ursprungs, sind Algen, die getrocknet werden, die werden angeschwemmt von den Weltmeeren und die enthalten so gut wie alles, was eigentlich die Pflanze braucht. Ja. Ist nicht tierischer Mist auch sehr phosphathaltig? Oder ist es eher pflanzlicher, organischer Dünger, der phosphathaltig ist? Was? Tierischer Mist, ist der nicht auch sehr phosphathaltig? Oder ist das eher pflanzliche organische Masse, die phosphathaltiger ist? Weil ich weiß noch, ich habe meinen Chef gefragt, warum wir nicht, warum wir nicht den und den Dünger verwenden. Ich glaube, warum wir nicht komplett auf Hornspäne verzichten und nur pflanzlich düngen. Und dann sagte er, da wäre zu viel Phosphat im pflanzlichen Dünger. Kann nicht sein. Also weder tierischer organischer Dünger noch pflanzlicher organischer Dünger enthält viel Phosphat? Oder wie ist das? Die Mengen an Phosphat sind jeweils gering. Sowohl vom tierischen Dünger, also ich meine, es stehen im Verhältnis zum Stickstoff und anderen Stoffen, aber sie sind nicht bedeutend. Okay. Ja? Das ist eben, muss einfach sehen, dass der Phosphat, was im tierischen Mist ist, kommt im Wesentlichen durch das Futter in den tierischen Organismus, durch das Futter, der pflanzliche Futter, und die verarbeiten das und es wird wieder ausgeschieden. Also es ist nicht irgendwo in der Natur eine Anhäufung von Phosphaten in den tierischen oder pflanzlichen Dingern. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die meisten Phosphate bleiben sowieso im Boden. Das sind die Mikroben. Ja, und die dann absterben. So. Ich möchte mich gar nicht mehr so furchtbar lange mit diesen Mineralstoffen aufhalten. Man muss nur wissen, dass wir nicht das biologisch-dynamische Prinzip verlassen, wenn wir entdecken, dass da irgendwelche Defizite vorherrschen, dass wir das beurteilen. Wirklich, das ist nicht leicht. Das erfordert schon ein bisschen, man muss analytisch vorgehen, man muss wissen, was spielt sich analytisch in dem Boden ab. Man muss den pH-Wert messen, man sollte die Phosphatgehalte messen. Es gibt Böden, wo man dann fast kein Phosphat nachweisen kann. Nicht? Und das kann man natürlich, deswegen hat er Schulz-Lubitz so großen Erfolg gehabt im Aufbau eines Humusprofils in einem Flugsandboden, der vorher so ein Profil hatte, und dann plötzlich so ein Profil, durch regelmäßige, nicht so tolle Kalium- und Phosphordüngung. Nur allein durch das und natürlich durch den Stallmist, aber nicht sehr viel. Und dann plötzlich war es soweit und dann hat das Ganze dann in sich selbst, durch sich selbst funktioniert. So, aber jetzt machen wir mal hier einen kräftigen Strich. Und steigen nun aufwärts über das Niveau des Bodens. Und da gibt es eine erste Stufe. Und das ist alles das, was aus der Pflanzennatur kommt. Die Pflanze ist sozusagen, das Niveau der Pflanzennatur im Haushalt der Natur bringt einen Dünger. Und zwar dadurch einen Dünger, weil für die Pflanze gilt, dass das, was sie hinterlässt, wo man sagen kann, dass das, was hier lebendig ist und was sie dann hinterlässt, in Pflanzenrückständen, dass das
düngend wird, weil es aus dem Leben stammt. Es ist das Ergebnis eines Lebensprozesses, sodass also die Pflanzenwelt in der Lage sind, durch das Leben, das sie geformt und gestaltet hat, als Dünger überhaupt in Frage zu kommen. Leben düngt Leben. So muss man bei der Pflanze sagen. Leben düngt Leben. Schau ich mal. Leben düngt Leben. Die Pflanzen stehen ja alle dadurch, dass sie einen Keim haben, dass sie einen Samen haben. Also der ganze Lebensprozess endet in dem Punkt, in einem punktartigen Gebilde, was alles konzentriert enthält, damit, wenn dann die Wärmeverhältnisse und Luft- und Feuchtigkeitsverhältnisse im nächsten Jahr wieder da sind und die Sonne scheint, dann keimt das neu aus diesem Keim. Also das ist ganz entscheidende, Leben düngt Leben. Und nun, was hinterlässt denn die Pflanze, was dann im Weiteren düngend wirkt? Also, ihre Ausscheide, oder wenn sie abstirbt, ne? Das, was davon übrig, die Biomasse, wenn sie abstirbt? Biomasse, ein schrecklicher Begriff. Aber gut, ja. Naja, alles, was da drin enthalten ist, ne? Von der Wurzel bis zur Blüte. Mhm. Genau. Die ganze Palette an Salzen. Genau. Ja, also es dauert noch eine ganze Weile, bis sie so weit Salze sind. Also Biomasse ist so ein grässlicher Begriff. Sondern man muss dann wirklich beschreiben, das haben sie ja gerade gemacht, ne? Von der Wurzel bis auf, über Stängel, Blatt, Blüte. Genau. Ja? Das heißt also alles das, was im Vegetativen sich entwickelt, was wächst, bis dahin, dass es nicht mehr wächst. Und dann, wenn es nicht mehr wächst, dann staut sich da was im Stängel. Der Stängel staut sich, nicht die Blätter. Der Stängel staut sich und dann steht durch diesen Stau plötzlich ein geheimnisvollen Wege, in dem die Pflanze durch diesen Samenchaos hindurchgeht, entsteht der Same. Das ist ein vollkommen von den vegetativen Prozessen unabhängiger Vorgang. Also man kann sagen, alles, was gerade nicht zum Samen kommt, das sind die Rückstände, die die Pflanze hinterlässt und aus dem heraus sich jetzt was bildet, oder was man hofft, dass es sich bildet, der Humus. Und das ist nun ein ganz, ganz, ganz unglaublich geheimnisvoller Prozess. Es ist ganz interessant, dass in der Humusforschung über Jahrzehnte und Jahrzehnte haben sie sich mit der Sache auseinandergesetzt, bis in die 60er Jahre, und dann blieb das irgendwie alles liegen. Da war Funkstille in der Forschung, aber wirklich. Hat nur noch gedeint, man kann also jetzt durch die Herbizide und die ganzen Betriebsmittel, die synthetischen Dünger, könnte man das Ganze steuern, da braucht man sich um Humus überhaupt nicht mehr kümmern. Die Forschung ging zurück bis auf Null, im Bezug auf Humus. Und heute fängt es wieder so ein bisschen an, nicht mit voller Pulle. Also da ist noch viel, viel Forschungsbedarf in dieser Richtung. Und man bemerkt, dass es alles viel, viel komplizierter ist, als man es je gedacht hat. Und wo man merkt, man kann es eigentlich gar nicht definieren. Es sind Prozesse. Und Prozesse kann man nicht definieren. Die laufen ab in der Zeit. Man möchte ja immer das in der Forschung, das genau definieren, was im Raum sich abspielt. Als einmaliger Vorgang. Den möchte, und den kann man auch begrifflich irgendwie fassen. Aber sobald sich etwas entwickelt, aus einem bestimmten Zustand in einen nächsten und nochmal in den nächsten und so weiter, in der Zeit, dann wird die Sache diffus für die Begriffsbildung. Und das mag der Forscher nicht. Weil er möchte die Sache sozusagen griffig haben und irgendwie definierbar fassen. Und er kann das auch mathematisieren. Aber man kann Prozesse nicht in dem Sinne mathematisieren. Und also insofern ist, man kann sie nur beschreiben. Man kann Schritt um Schritt sehen, wie sich das Phänomen verwandelt in ein anderes und wieder ein anderes und wieder ein anderes. Und das gibt es heute schon so zarte Ansätze in diese Richtung.
Aber eigentlich müsste da noch ungeheuer viel getan werden. Und da ist es zunächst mal so, dass alles das, was hier jetzt Rückstände sind, bei der Pflanze in dem gehabten Sinne, Rückstände von der Wurzel bis herauf zur Blüte, dass die jetzt wieder zurückfallen auf den Boden und jetzt dort den da herrschenden Bedingungen ausgesetzt sind, der Wärme, der Feuchtigkeit, der Luftzufuhr, der Oxidations, also der, durch Sauerstoff. Und dann natürlich all dem, den Mikroben, die da im Boden tätig sind oder den Bodentieren, das heißt, die müssen ein bisschen auch in die Dunkelheit da runter. Muss man also einmulchen, ne, diese Rückstände. Die dürfen nicht oben aufliegen, kann man auch machen, aber dann die Bodentiere, die möchten eigentlich in der Dunkelheit arbeiten, in der Finsternis. Ne. Ja, das ist ganz wichtig, dass man diesen Augenblick, diesen Moment mal ins Auge fasst. Sie müssen unterscheiden bei allen Abbauvorgängen zwischen den autotrophen und den heterotrophen Organismen. Autotroph heißt, die sich selbst ernährenden Organismen. Und das ist die Pflanze, die ernährt sich selbst über das Sonnenlicht, ne? Und holt sich sozusagen die Mineralstoffe von unten hoch. Sie ist autotroph. Und im Boden unten, in der Finsternis da, da leben lauter Organismen, die sind heterotroph. Die brauchen Nahrung, die pflanzliche Art ist, die sich einstmals unter der Sonne gebildet hat. Und aus diesen Rückständen holen die ihre Nahrung, damit sie überhaupt ihre eigene Leiblichkeit aufbauen können. Die sind heterotroph. Also die müssen ständig gefüttert werden durch organische Rückstände. Ja. Also wir brauchen immer also Rückstände, die gleichsam das Futter sind für die heterotrophen Organismen im Boden. Und dieses Futter nennt man Nährhumus. Das ist nur ein anderer Ausdruck für Rückstände. Da gibt es natürlich Abstufungen im Nährhumus. Es gibt solche, die noch ganz frisch sind oder gerade eben eingemulcht in den Boden nach der Ernte. Und solche, die schon ein bisschen stärker zersetzt sind, die schon über den Winter rübergekommen sind und am nächsten Frühjahr immer noch im Boden rumliegen und noch nicht so richtig zersetzt sind, denn auch Nährhumus für die dann folgenden Prozesse im Boden. Also der Nährhumus ist Voraussetzung, dass wir ein intensives Bodenleben haben. Und das Bodenleben ist ja so, das kann man gar nicht beschreiben. Es gibt zwar natürlich immer wieder Sagen, dass man, wenn man so einen Zentimeter, einen Kubikzentimeter Boden in der Hand hat, dann hat man ein paar Milliarden Organismen in der Hand. Milliarden! Also in einem Kubikzentimeter Erde, guter Erde, man zählt dann irgendwie mal, fängt man an und dann extrapoliert man, merkt man, wie man das auf das Gesamtvolumen berechnet, dann kommen ein paar Milliarden raus. Also es ist so, man könnte das mal so ins Bild bringen. Wenn Sie den Menschen wie einen Organismus, also sagen wir mal eine Person, wenn die sich in lauter Einzelzellen auflösen würde, na, ich oder irgendjemand oder irgendein Tier, gedacht jetzt nicht in dem Zellverbund, sondern gedacht jetzt als Einzelzellen, dass der Organismus zersplittert, gleichsam in lauter Einzelzellen, dann haben Sie die Situation im Boden. Der Boden ist eigentlich ein Organismus als Ganzer. Und wir betrachten immer und gucken immer auf die Einzelzellen und zählen die und meinen, das wäre irgendwas. Sondern die Einzelzelle steht im Verbund zu einem übergeordneten Ganzen. So wie ich, meine Leiblichkeit aus lauter Zellen gewoben ist, die sind gar nicht so furchtbar interessant, ne? Sondern interessant ist, was der Gesamtverbund, ne, bewirkt, dass er da ist, dass man sich also jetzt so von Mensch zu Mensch zum Beispiel irgendwie verständigen kann. Dass man Mensch ist. Und so ist der Boden eigentlich nicht etwas, was aus einer Unendlichkeit von Zellen besteht,
sondern es ist als Ganzer ist es nur quasi natürlich, man kann die irgendwie zählen, kann die quantifizieren und trotzdem, wenn man aufs Ganze schaut, dann erst entsteht eine Ganzheit und dann kann man überhaupt erst von Fruchtbarkeit der Boden sprechen. Ne? Der Begriff der Fruchtbarkeit setzt voraus, dass man das als eine Ganzheit denkt und nicht als eine Fülle von Einzelheiten. Ne? Sondern die Ganzheit trennt sich dann in die Fülle von Einzelheiten. Ja, gliedert sich. Aber ich kann es nicht zusammengesetzt denken. Ich muss es gegliedert denken. Ich muss die Ganzheit irgendwie erfassen. Und die tritt mir nicht so überall so ganz deutlich vor Augen, sondern höchstens dadurch, dass die Pflanzen ganz schön wachsen, schön gedeihen und so. Und dass ich sagen kann, naja, da ist offenbar ein harmonisches Verhältnis im Boden, wodurch dieses einheitliche Wachstum eines übergeordneten Organismus, der die Pflanze ist, gedeihen lässt. Also das ist die Frage des Neohumus. Und dieser Neohumus ist sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, von welcher Pflanze er kommt. Und Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, dass wenn eine Pflanze da wächst, irgendwo, sagen wir mal ein Spitzwegerich, oder eine Malve, oder ein Gras, ein Untergras oder ein Obergras, oder Schilf am Seeufer oder Stroh auf dem Felde, völlig unterschiedliche Materialien. Ja, es ist die, heute sagen wir Biomasse, ne? Das tut man alles über einen Leisten kämmen. Und eigentlich ist jeder Rückstand einer Pflanze ein spezifischer. Denn die Pflanze ist als Organismus schon eine höhere Natur als die Summe der Mikroben da im Boden. Sie ist ja schon organisiert zu einem Organismus. Mit auch lauter Einzelzellen, in den Blättern, im Stängel und wo nicht immer. Also es ist ein Organismus in einem höheren Sinne. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein Getreide abstirbt, oder sagen wir mal, ein Baum, der wächst ja vielleicht, wird so 50 Jahre alt oder 100 Jahre alt oder vielleicht 500, oder bei Oliven gibt es welche, die sind 2000 Jahre alt, wenn der abstirbt, dann ist er auch, möchte ich mal sagen, Nährhumus, aber es dauert Jahre und Jahre und Jahre, bis sich die Mikroben bequemen, so langsam dieses Holz da zu zersetzen. Und Sie kennen ja alle, wenn Sie mal einen hohlen Apfelbaum da draußen angucken, die haben wir ja genug von der Sorte hier vorne stehen leider heute immer noch, ich hätte sie schon längst abgesäbelt, aber weil man meint, da könnte vielleicht eine Eule oder mal ein Kauzen nisten, naja gut, das ist ein akzeptables Argument. Und man kann auch mal einen Eulen- und Kauzkasten hier irgendwo aufhängen, da haben wir sie auch. Also jedenfalls sind es ziemliche Krüppel, die da draußen stehen. Aber wenn Sie dann mal gucken, dann sind so die Asthöhlen, wenn man da reinfasst, nicht wahr, und greift da rein, hat man plötzlich eine Handvoll Humus in der Hand. Also die durch die Fäulnisprozesse im Inneren werden die Bäume innen hohl und bilden den wunderbarsten Humus. Ja, also aber das dauert eben Jahrzehnte. Und also ich kenne Olivenbäume auf Ägina in Griechenland, wo ich annehme, dass unter deren Schatten schon Aristoteles gewandelt ist, wenn er vielleicht oder Platon, wenn sie gerade da mal spazieren gegangen wären. Und heute sind es Bäume, durch die kann man durchlaufen. Ein schöner Freiplatz und es gibt der Baum ist rings um mich rum. Nur noch die Ränder stehen. Nur die Ränder, also noch, das ist immer noch lebendiges Cambium, Rinde, innen ein bisschen Holz und alles Übrige, was da mal war, ist rausgefault. Die sind 2500 Jahre alt, die Bäume. Also es gibt es. Also auch das Holz zersetzt sich mit der Zeit, aber es braucht ungeheuer lang. Und diese unterschiedliche Zersetzlichkeit der organischen Materialien, die muss man in etwa kennen. So ganz über den Daumen gepeilt. Also ich möchte nur noch mal ein paar Zahlen anschreiben,
Weil nämlich von der Zusammensetzung der organischen Materialien die Zersetzungsgeschwindigkeit abhängt. Und wenn Sie, und das misst man heute über den Daumen gepeilt, wie gesagt, man kann es auch exakt messen natürlich, das berechnet man unter dem Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff. Das CN-Verhältnis nennt man das. Und dieses CN-Verhältnis, C zu N, das ist bei Holz, also gibt es auch sehr unterschiedlich, tropische Hölzer sind viel, viel härter als unsere Gegend. Aber die Zersetzungsgeschwindigkeiten in den Tropen ist aber auch sehr viel höher wie hier. Also Holz zersetzt sich, oder Holz hat eben ein solches CN-Verhältnis von, sagen wir mal, 500 zu 1. Also sehr weit. Das meiste ist Zellulose, das meiste ist also C, Kohlenstoff, Kohlenstoffgerüste und ein ganz klein bisschen Stickstoff ist da noch drin. Und dieses bisschen Stickstoff, was da in dem Holz so drin ist, wenn man dann frisches Holz heute baut, das macht man ja, ne? Neue Häuser, zack, in Gewalt geschlagen und schon sind sie durchs Sägewerk durch und schon ist der Dachstuhl fertig. Ne? Was haben wir früher gemacht? Man hat die Baumstämme geflößt. In den Flüssen hat man sie aus den Wäldern, Schwarzwald oder so, den ganzen Rhein runter geflößt bis nach Holland. Da hat man die Masten von den Segelschiffen daraus gemacht. Und da ist kein einziger Wurm rein. Weil durch das Wasserflößen wird das Eiweiß ausgelaugt und ausgespült, was da in dem Holz drin ist. Und die Würmer gehen nur ins Holz, wenn sie noch hoffen, dass da noch eine Spur von Eiweiß irgendwo zu finden ist, das sie abbauen können, Stickstoff vor allen Dingen. Also das Holz zersetzt sich aufgrund seines sehr weiten CN-Verhältnisses sehr, sehr langsam. Deswegen auch das Problem mit den Holzschnitzeln. Also Holzschnitzelkompostierung hat man hier jetzt jahrelang gemacht und hat festgestellt, dass es trotz Zugabe von Molke, und das ist also eiweißreich, um ein bisschen da die Mikroben zu ernähren, trotzdem ist die Zersetzung so langsam, dass man einfach letztendlich doch wieder Holz auf den Acker rausbringt. Ist zwar angegriffen, aber nicht wirklich zersetzt. Wenn man jetzt unter Stroh nimmt, als Beispiel, fällt ja nun in großen Mengen an auf dem Hof. Dann müssen wir doch auch rechnen bei Stroh 80 bis 100 zu 1. Das heißt, was habe ich jetzt geschrieben? Doch, 80 bis 100 zu 1. Das heißt, es ist auch schwer zersetzlich, noch relativ schwer zersetzlich. Und das gerade unsere verschiedenen Stroharten, das eine ein bisschen besser, Haferstroh schneller, Weizen, Gerstestroh langsamer, Roggen auch. Also das bewegt sich etwa in dieser Größenordnung. Stroh zersetzt sich langsam. Wie oft kommt es vor, dass man Stroh aus dem Vorjahr plötzlich wieder hochflügt? Das ist eigentlich eine ganz schlechte Sache. Also man muss eben, deswegen häckselt man ja auch gerne das Stroh heute, um es sozusagen die Zersetzung zu beschleunigen. Oder man nimmt es am besten vom Acker runter. Was sich eigentlich für jeden biologischen Betrieb empfiehlt. Man erntet das Stroh heute mit dem Mähdrescher an und fährt dann da mit einem Ballenpresser durch und rollt es auf und fährt es nach Hause. Ne? Dann ist es weg vom Feld. Ne? Und dann habe ich eine Strohmasse, die ich dann einstreue im Stall. Und dort bekommt es die entsprechende Verengung des CN-Verhältnisses durch den Kuhmist und die Jauche. Die saugt ja das Jauche auch. Das ist eine so wunderbare Erfindung in der ganzen Entwicklung der Landwirtschaft, dass Stroh mit dem Kuhmist
oder tierischen Mist, tierischen Dünger in Verbindung zu bringen. Das sorgt auch dafür, dass nicht zu viele Verluste entstehen. Das saugt es einfach auf, das Stroh. Und wenn man das dann zusammen als den normalen Frischmist dann aufsetzt oder so, dann zersetzt sich auch das Stroh relativ schnell. Oder wenn man zum Beispiel Laubkomposte macht, also sagen wir mal Buchenlaub, Eichenlaub. Das ist 50-60%. 50-60 Teile für eines. Auch relativ noch. Insbesondere zersetzt sich das deswegen so schwer, weil die Blätter sich so aneinander legen, dann ist nicht genügend Luft da und so. Ne? Ist dann aber bei so richtigen Herbstlaub, was man aufgekehrt hat, nicht wenn man irgendwie im Frühling einen Baum fällt und den entlaubt, das wird schneller kompostieren und hat wahrscheinlich ein anderes CN-Verhältnis, oder? Ja, wenn er noch grün ist. Ja, genau. Ja, dann ja. Ist keine Frage. Das entdeckt man den Mikroben den Tisch. Aber das ist ja dann also wirklich jetzt oxaliert, da haben sich in den Zellen haben sich da Oxalate gebildet und Absterbeprozess und da bleibt dann das Blattgerippe übrig, das ist wie Holz, das war Holz, ja. Nur das, was dazwischen ist, also was dann wirklich Blatt ist, Blattfläche, das ist dann eigentlich interessant für die Mikroben. So dass man vielfach im Wald, wenn man so ein bisschen das Oberlaub wegkehrt, da sieht man dann drunter Blätter, nur Gerippe, ja? Nur die Blattgerippe und alles übrig ist weggefressen. Und je grüner die sind, desto schneller geht das. Ja? Und je älter die sind, desto langsamer. Und wenn man jetzt Leguminosenstroh als Beispiel nimmt, man schätzt nicht, was da von CN-Verhältnis ist. Wenn man das einfach mal vergleicht mit Getreidestroh. Was für Leguminosen denn dann? Klee oder Ackerbohnen? Klee oder Luzerne oder Pferdebohnen oder Erbsen oder so. Ne? Das ist erstaunlich, das ist nämlich 15 bis 25, höchstens 25 zu 1. 25 zu 1 ist. Also es zersetzt sich rasant schnell. Kennt man ja auch von jungem Gras. Ne? Junger Grasschnitt. Das ist ein stürmischer Vorgang, der sich ungeheuer stark erhitzt und dann ist auch die Luft raus. Ne? Und dann, sag mal, Kuhfladen. Das ist doch mal eine Sache. Die Kuhfladen haben auch ein CN-Verhältnis von 14 bis 16 zu 1. Sowas. So um den Dreh rum. Also ziemlich enges CN-Verhältnis und daher werden Kuhfladen auch auf der Weide unter Umständen sehr schnell verdaut. Ne? Werden sehr schnell abgebaut. Und wenn Sie jetzt, frischen Stallmist nehmen, das heißt mit Stroh, dann sind das 20 bis 25 zu 1. 25 zu 1. Also das verengt sich da immer mehr, gerade beim tierischen Dünger. Und wenn man jetzt einen Kompost nimmt, wo man das alles schön aufgesetzt hat, dann verengt sich das weiter zu 10 bis 12 zu 1. Das ist Endstadium. Enger geht es fast nicht. Das ist ja, wenn der Kompost umgesetzt ist, der Kompost. Wenn er reif ist, sagen wir mal. Wenn er umgesetzt ist, ist er noch lange nicht so weit, sondern er muss wirklich dann voll aus. Ich komme gleich darauf zurück. Also das ist nur eine Andeutung mal. Man muss sozusagen das alles über den Daumen peilen, was man so auf dem Hof hat.
Altes Heu, das bewegt sich nicht so wie beim Stroh, sondern eher so im Mittelfeld von 40-50%. Also das muss man einfach so ein bisschen haben. Und da geht es jetzt darum, alle diese Materialien, die auf dem Hof an Pflanzenrückständen anfallen, diese entsprechend zu mischen. Wenn man kompostieren will, auf dem Acker werden sie eingearbeitet, eingemulcht. Und man muss auch wissen, dass das, was wir auf dem Acker machen draußen, indem wir mulchen im Sommer und die Getreidestoppel flach einarbeiten, sodass sie mit dem Erdreich vermischt ist, das nennt man ja Mulchen. Und wenn, da leiten wir einen Kompostierungsprozess ein. Wir kompostieren ständig auf dem Acker, eben in der Fläche, sorgen wir dafür, dass die Umsetzungen im Boden selbst stattfinden. Und wenn wir kompostieren, dann holen wir die organischen Massen heraus und setzen sie dann kunstvoll, künstlerisch, würde ich mal sagen, in einem Haufen auf und lassen dann in diesem Haufen diese Prozesse sich abspielen, die kontinuierlich auch im Boden sich abspielen. Das ist nicht prinzipiell unterschieden. Wenn wir aber, und wir haben auf dem Hof, in jedem Hof, der vielseitig wirtschaftet und eine Viehhaltung hat, das gehört dazu, der hat natürlich ein ganzes Spektrum von Materialien, die einfach im Laufe des Jahres anfallen oder gar ständig. Pflanzenrückstände, also Futterrückstände aus dem Stall, die Kühe nicht mehr fressen wollen. Vielleicht fressen es die Schweine noch, aber dann ist auch irgendwie mal bleiben Rückstände. Und oder altes Heu oder altes Stroh oder so sonstige, was man so im Feld abgeräumt hat, wenn man mal die Weiden nachmäht oder so. So hat man ganz schöne Massen, die da auf diesem Wege anfallen. Und wenn man dann gärtnerische Kulturen hat, dann empfiehlt es sich da also ganz besonders, auch deren Abfälle zu erfassen. Auch hier, was sonst wie, weiß ich was, aus der Weiterverarbeitung anfällt, das zu erfassen und das dann unabhängig von den Vorgängen im Boden zu kompostieren. Und da komme ich jetzt also mal kurz auf den Kompostierungsprozess zu sprechen. Da herrschen ja auch unterschiedliche Auffassungen. Es gehört sich offensichtlich so im Leben. Vor allen Dingen, wenn man nicht so richtig, wenn man aufhört zu denken, dann entstehen die größten Variationen eines Themas. Ne? Das betrifft auch die Kompostierung. Also, wenn man die ganze Kompostierungsfrage mal angeht, früher war das noch, brauchte man gar nicht lange drüber reden, da war es eigentlich alles irgendwo klar, das war noch im handwerklichen Handhabe, hatten die Menschen noch ein bisschen eine Ahnung, wie man das vernünftig macht. Heute ist das alles weg und heute muss man denken. Denken und beobachten. Beobachten und denken. Und sich ein bisschen orientieren am vierten Vortrag des landwirtschaftlichen Kurses. Das allerdings würde ich sehr empfehlen. Ne? Denn da wird ja über die Kompostierung gesprochen. Und über die Prozesse, um die es da geht. Ne? Bei der Kompostierung geht es ja darum, dass wir jetzt hier diese Rückstände, von denen wir da gesprochen haben, der verschiedensten Art, dass wir die jetzt über dem Niveau des Bodens, wenn es das Niveau des Bodens ist, in einen solchen Haufen hier jetzt aufschichten. Und die fallen natürlich so unterschiedlich an. Also man hat irgendwie Küchenabfälle, nicht wahr, die da plötzlich anfällen und man hat alles Mögliche also hier durcheinander gewirbelt in so einem Komposthaufen und jetzt hat man den aufgesetzt, hat vielleicht auch noch ein bisschen Erde dazu getan, ja, so eingemischt, ein bisschen eine Schaufel voll Erde oder von mir aus, je nachdem, wenn es frisches Gras ist, eine Schaufel CaO, Brandkalk, oder aber, weil man meint, die Böden brauchen es, mal eine Schaufel voll Basaltmehl, Gesteinsmehle, irgendwie so in die Kompostierung eingebracht, hat ihn wunderschön aufgesetzt. Und jetzt ist der Komposthaufen, wenn man ihn aufgesetzt hat, noch lange nicht fertig.
Sondern jetzt geht es darum, dass ich diesem Haufen eine Haut gebe. Ich meine, ich kann ja auch nicht ohne Haut rumlaufen als Mensch oder als Tier. Ne? Das ist so, das funktioniert irgendwie nicht. Und so ist es auch mit dem Komposthaufen. Der braucht eine Haut. Der braucht eine atmende Haut. Der braucht einen Abschluss. Das kann man entweder mit Erde machen, wenn man viel kompostiert. Ich habe sehr viel kompostiert in meinem Leben, so von Hand. Und es geht eigentlich nur von Hand. Alles andere ist kein Kompost. Ne? Dann gibt man zum Abschluss diesem Haufen noch eine Hülle, eine Schutzhülle, entweder mit Erde, macht man heute fast nicht mehr, weil es viel zu aufwendig ist, oder aber Stroh. Altes Stroh, altes Heu, irgendwas Sperriges, aber dann so dick. Na, so eine richtige, schöne, dicke Lage da oben drauf. Und das kann man mit einer Maschine nicht machen. Da braucht man einen Menschen dazu, der in der Lage ist, eine Mistgabel zu bedienen. Ne? Oder eine Schaufel, das findet man heute gar nicht mehr so oft. Diese Fähigkeit, anständig mit einer Mistgabel umzugehen. Das ist die hohe Kunst. Wenn ich habe ja viele Lehrlinge ausgebildet. Ne? In meinen Anfängen hier auf dem Hof. Und wenn ich dann morgen in einem Stall habe ich dann eingestreut und dann habe ich gesagt, jetzt streut doch mal da ein. So, das waren noch die alten Ballen auseinandergemacht, Stroh durchgeschnitten, die Schnüre und dann hier bitte, jetzt streut mal ein. Dann wurde die Gabel genommen, da reingeramst, ramscht in den Strohballen und dann das Stroh dann zwischen den Kühen dann hin und her gezappelt. Und dann werden die Kühe unruhig und springen zur Seite. Ne? Und die stehen ja da im Halsrahmen drin, aber die werden ganz unruhig. Dann habe ich das immer wieder beobachtet. Dann habe ich gemerkt, das wird alles mit dem Kopf gemacht. Das Bewusstsein ist noch nicht im Gabelstiel drin. Und irgendwann landet es tatsächlich im Gabelstiel. Man führt dann die Gabelstiel etwas vorsichtig, aber noch lange nicht ist unten an der Gabelspitze das Bewusstsein angekommen. Man ist mit seinem Bewusstsein noch sehr bei sich, Selfie-Bewusstsein eben. Und dann langsam träufelt es sozusagen in den Gabelstiel und sinkt die Gabel runter. Und irgendwann ist auch in der Gabelspitze, dass man sozusagen das, was man da am Stroh erfasst, dann wirklich aufnehmen kann und sauber aufschütteln kann, so dass am Ende, das dauert meistens 4 Wochen, so habe ich das beobachtet, die Kühe nicht entsetzt plötzlich zur Seite springen, sondern geruhsam dastehen und das sozusagen in Ruhe begleiten. Sind die Arbeiten, Lernen, das kann man gerade beobachten, wenn man mit der Gabel im Stall arbeitet. Und dann kann das spiegelt die Kühe in ihrer Aufgeregtheit, wenn da irgendjemand da rumfummelt. Ne? Sondern dass das in Übereinstimmung mit dem Zusammenhang geschieht, in dem man hineinarbeitet. Und das gilt für alles in der Welt. Ich bin gewohnt heute, auch durch die Maschinen, das vor mir auszudenken, was ich da zu machen habe, stelle die Maschine ein und rausche über den Acker, um noch nicht mal einmal den Fuß auf den Boden gesetzt zu haben und komme wieder nach Hause und die Arbeit ist erledigt. Und die Erledigungsarbeit ist das Allerschlimmste in der Landwirtschaft. Man kann eigentlich arbeiten oder darf gar nicht am Anfang denken an das Ende. Wenn man das macht, dann denkt man nur intellektuell, hier im Kopf, an Anfang und Ende, dann ist das, was dazwischen ist, Erledigungsarbeit. Erledigt, fertig aus, abgebucht. Nein, dass ich mich mit jeder Arbeit in einen Prozess begebe und diesen Prozess jetzt erfahren, also mit Denken und Beobachten begleite. Eintauche, dann fängt die Sache an, künstlerisch zu werden. Vorher ist das keine Kunst, das ist eine Erledigungsarbeit. Sondern, dass ich mich verbinde mit der Sache, verbinde mit dem Gabelstiel, verbinde mit dem Stroh, verbinde mit den Kühen, die ich da einzusteuern habe. Es kommt immer auf den Zusammenhang an, in dem ich hineinarbeite. Und diesen Zusammenhang muss ich immer präsent haben im Bewusstsein. Sonst entsteht eine abstrakte Arbeit oder dann wird man schon Techniker in der Handarbeit. In der Maschinenarbeit sind wir sowieso Techniker. Und deswegen ist gerade die Kompostierung
ist eine Tätigkeit, wo ich sage, bitte, ein Übungsfeld schlechthin, um arbeiten zu lernen. Wo ich wirklich mit den ganz einfachen Instrumenten von Schaufel und Gabel so einen Kompostaufen aufsetze. Dann gucke ich, was ist das für ein Material, natürlich dann ein bisschen von dem hier hin, ein bisschen von anderen CN-Verhältnissen hier hin. Und ständig bin ich sozusagen, gestalte ich diesen Haufen und meine, naja, jetzt kommt die Intuition, da müsste eigentlich noch ein bisschen Kalk hier rein oder das und jenes, Basaltmehl oder was. Also ich bin sozusagen ständig im Abwägen gleichzeitig, was ich jetzt vernünftigerweise mache. Und dann ist der Haufen schön aufgesetzt und das schafft auch eine gewisse Befriedigung, wenn es ein schöner Haufen ist. Und dann decke ich den ab. Schafft dann eben meine Haut. Und erst wenn diese Haut wirklich da ist, dann ist der Haufen erstmal fertig. Und dann beobachte ich den weiter. Dann stehe ich außerhalb dessen, was ich da gemacht habe. Und dann merke ich, dass da morgens früh, wenn ich rauskomme, sind da immer so Nebelschwaden über dem Haufen. Ne? Das heißt, Wasserdampf entweicht. Und dann nehme ich mit der Hand, mache ich ein kleines Loch, greife da rein, merke ich, da ist warm. Das ist plötzlich warm geworden. Und ich kann sogar einen Thermometer dann reinhängen und sagen, mein Gott, das ist schon bei 30 Grad, schon bei 40 Grad. Also da ist, also irgendwann ist da jetzt plötzlich über Nacht oder ein paar Tagen ist da so was entstanden. Das heißt, der erste Prozess, der sich abspielt in der Kompostierung, ist die Wärmung. Und diese Wärmung erzeugt, dass Wasser verdunstet, Wasserdampf entlassen wird. Ist die Wärmung. Und das ist immer der erste Prozess. Und woher kommt der? Von der mikrobiellen Umsetzung. Von der mikrobiellen Umsetzung, das heißt, dass diese heterotrophen Organismen jetzt irgendwo das Sonnenlicht suchen, was sie brauchen, was ihnen entzogen ist, weil sie in der Dunkelheit und am Boden leben. Ne? Und die suchen natürlich dann auch da ein bisschen, was sie sonst zum Leben brauchen, nämlich Eiweiß, also Stickstoff. Das müssen Sie jetzt alles da aus dieser Pflanzensubstanz herausholen und bei diesen Umsetzungen wird Energie frei. Die brauchen natürlich die Energie für sich selbst, um ihre eigene Bakterienleibigkeit aufzubauen. Aber dann wird eben ein Überschuss frei und diese Energien verursachen dann diese Erwärmung des Haufens und dadurch verdunstet Wasser. Und der Haufen droht trocken zu werden, da muss ich gucken, dass er vielleicht auch ein bisschen wieder durchfeuchtet, wenn ein sperriges Material ist, da muss ich ihn auch ein bisschen wässern. Ich muss eigentlich ständig jeden Tag dann mal an so einen Haufen rangehen und prüfen, wie dessen Zustand ist. Das ist die Wärmung. Die tritt auf durch mikrobiellen Abbau. Findet auch in unseren Böden statt, nur dass wir das nicht merken. Im Komposthaufen merkt man das. Und die Temperaturen steigen dann an, von anfänglich, sagen wir mal, 30 Grad. Und wenn es jetzt ein sperriger Haufen mit viel Sauerstoff innen drin ist, also viel Luft, dann kann das also hochgehen auf 60 Grad oder gar 70, oder kann sogar manchmal zur Selbstentzündung kommen. Das kennt man ja bei dem Heustock, wenn der zu feucht eingebracht wird, dann setzt dieser Prozess der Erwärmung mikrobieller Umsatz und plötzlich geht es der Heustock, fängt einen Schwebrand an. Also das kann bis zu 70 Grad gehen. Und das ist nicht immer falsch. Dass es mal so zack hochgeht in der Temperatur, zwei Tage, dann werden nämlich die Unkrautsamen abgetötet. An dieser Höhe. Aber eigentlich ist es schon fast zu hoch, denn das Optimum ist 55 Grad Celsius. Denn wenn das längere Zeit höher geht, dann wird das Eiweiß zerstört. Das ist dann eine richtig gehende Zerstörung des Eiweißes. Es verbrennt zu schnell und verduftet, wird mineralisiert und ist auch als Form von Ammonium oder so geht es an die Atmosphäre.
Also man muss sehen, deswegen kann man einen Komposthaufen eigentlich nie verlassen. Man muss immer wenigstens alle zwei Tage gucken, wie ist das da? Da hat man Thermometer drin stecken und kann das genau die Temperatur verfolgen. Und also das ist gewissermaßen das Optimum. Ein Haufen kann auch mal kurzfristig auf 60 oder 65 Grad gehen, aber dann schleunigt es wieder runter. Und was macht man, damit es wieder runter geht? Ein bisschen verdichten. Ja? Da ist er ein bisschen zu locker. Ne? Tritt man mal oben drauf oder so und tut ihn ein bisschen dichter. Oder man tut Wasser drauf. Durchfeuchtet stärker. Wiederum das Wasser, die Durchfeuchtung, die bremst dann diese beschleunigten Abbauprozesse. Damit da auch weniger Sauerstoff dann rankommt. Ja. Also der zweite Prozess, der jetzt stattfindet, der fängt schon mit der Erwärmung an, aber dann wird er sozusagen der beherrschende Prozess. Das ist die Durchlüftung. Selbstverständlich ist es so, wenn hier ein Haufen Luft von vornherein da ist, geht die Erwärmung sehr schnell los. Aber dann kommt es in weiteren durch jetzt mikrobielle Zersetzung dazu, dass sich auch nicht nur Wasserstoff, also Wasserdämpfe, aushauchen aus dem Haufen, sondern dass dann eben CO2 vermehrt entweicht, also Kohlendioxid oder Kohlensäure an die Luft und eben auch möglicherweise eben Stickstoffverluste eintreten durch Ammoniumdämpfe, beziehungsweise also hauptsächlich Ammoniumdämpfe, ja, muss man sagen. Dass er riecht, Komposthaufen darf nicht riechen. Er darf einfach nicht riechen nach außen, er darf nach innen, der muss nach innen riechen. Und das ist eine Ausdrucksweise auch Rudolf Steiners im vierten Vorteil. Der Komposthaufen muss nach innen riechen. Das heißt, wenn man da mal reingräbt und nimmt ein Stück raus und hält es an die Nase, dann weiß man schon ungefähr, dass er auf dem richtigen Wege seiner Umsetzung ist. Das ist die Durchlüftungsphase. Und mit der Durchlüftungsphase, da kühlt auch der Haufen dann schon ein ganz bisschen ab. Nicht viel, aber ein bisschen. Und da tauchen unter der Strohabdeckung, tauchen die ersten Hutpilze auf. Also immer mit der Durchlüftung auch die Verpilzung. Und das ist auch ein Zeichen, dass man auf dem richtigen Wege ist. Dass sich Pilzhyphen, die Hutpilze sind ja nur die sichtbare Teil an der Sache. Und die verwurzeln sich ja nicht, sondern die entwickeln diese Pilzhyphen, die ziehen wie weiße Fäden durch den ganzen Komposthaufen durch. Und das ist also ein wunderbares Phänomen. Etwas, was man nur viel zu wenig beobachtet im Haushalt der Natur, was die Pilze für eine Funktion haben. In den Wäldern, in den Wiesen. Überall, wo es feucht ist, wo es ein bisschen anmoorig ist. Und überall bilden sich diese Pilzgeflechte, die durchziehen den ganzen Boden. Und so ist so ein Wall zum Beispiel, ist vernetzt durch die Pilzhyphen. Total. Über die Wurzeln sind die Waldbäume alle vernetzt. Und das findet eben auch im Komposthaufen statt, durch diese spezifischen Hutpilze, wodurch jetzt dieser ganze Haufen so von diesen Pilzhyphen durchzogen wird. Ich möchte nochmal, Zeit vergeht hier so schnell, ich will ein Beispiel nennen. Ich hatte eine Kollegin am Institut für Bodenkunde am Institut in Hohenheim an der Universität. Die hat Experimente gemacht, forstwirtschaftliche Experimente, denn die wollte mal feststellen, durch ihren Professor feststellen lassen, wie ist es eigentlich mit der Phosphorversorgung in den Waldböden und wer macht das eigentlich. Ne? Und da haben sie also Experimente gemacht und das war wunderbar. Die haben kleine Apatitkörnchen, also Phosphormineralien, in den Boden getan, der nicht gerade sehr viel Phosphor enthielt, und haben jetzt darauf Pilze in gewisser Entfernung Pilze kultiviert.
Von hier lag das Phosphorkörnchen, Apatitkörnchen, und hier haben sie Pilze kultiviert. Und dann wuchsen jetzt da diese Pilzhyphen hier durch den Boden. Und eine solche Pilzhyphe kam dem Apatitkörnchen zufällig so in die Nähe und wuchs, tendierte dran, vorbeiwachsen zu wollen. Und plötzlich, zack, wendet sich die Pilzhyphe und wächst kerzengerade auf dieses Apatitkörnchen zu. Überall ist Bewusstsein in der Welt. Überall ist Bewusstsein in der Welt. Man hält es nicht für möglich. Und so haben die Pilzhyphen eine ungeheure Bedeutung, denn die sorgen für die Wasser- und Mineralversorgung der Bäume. Das Baumsterben hängt damit zusammen, dass diese ganze Physiologie im Waldboden nicht mehr stimmt, durch Übersauerung oder Überdüngung. Heute kommt noch die Überdüngung dazu, dass zu viel Stickstoff nie ein Tag ist in den Waldböden und dadurch auch die Bäume leiden. Die mögen das nicht. Die mögen nicht zu viel Stickstoff. Das derangiert schon wieder die Verhältnisse. Und so sind es die Pilzhyphen, die eigentlich für die Wasserversorgung und für die Mineralstoffversorgung der Bäume sorgen. Und andererseits die Bäume über die Assimilate ernähren dann die Pilze. Das ist ein wunderbares Geben und Nehmen, was da stattfindet. Und dieser Prozess findet nun auch hier im Kompasshaufen statt. Nach der Erhitzung klingt das ein bisschen ab und der Haufen ist sehr sauerstoffreich durch auch alle möglichen Umsetzungen und jetzt wachsen da die Pilze herein. Zu viel Feuchtigkeit wollte er nicht haben und dann kommt es eben auch zur Durchlüftung und damit zur Abgasung. Durchaus, und das muss man eben abfangen, möglichst durch den äußeren Mantel, dass der äußere Mantel, alles was da versucht zu entfliehen, dass das noch wieder eingefangen wird von dem alten Stroh. Zuerst wird es feuchtes Stroh, nass, und dann fängt es an, und hier drunter, unter dieser Schicht, das müssen wir nur mal beim schönen Kompasshaufen sehen, was da sich abspielt, was da an Bodentieren sich plötzlich entwickelt, an Kolembolen, oder an der Ringelwürmern und dann diese roten Kompostwürmer, die dann erst an der Oberfläche sich langsam erst entwickeln, aber noch lange nicht so richtig reingehen in den Haufen. Und dann gibt es einen vierten Prozess und der ist die Durchfeuchtung. Das ist ein ganz seltsames Ereignis, was man bei jedem Kompasshaufen sehen kann, dass nach einer gewissen Zeit, einer solchen Durchlüftungsphase, plötzlich der Haufen zusammensackt. Der verliert sein Volumen. Also vorher war er so schön aufgesetzt, haben wir auf diese Höhe wunderschön Haufen, und jetzt ist er plötzlich nur noch so hoch. Und wird ganz dicht, oder jedenfalls viel dichter, als er vorher war. Verliert also Volumen, also Sauerstoff, der da in den Poren und Höhlungen noch irgendwo vorhanden war, der Haufen sackt zusammen. Woher kommt das? Sie haben keinen Schlauch drüber gehalten, um den feucht zu machen. Der wird durch sich selbst feucht. Nicht durch den Regen. Durch was wird er feucht? Dadurch, dass die Mikroben und so weiter, alles was sich da abspielt, sind jetzt so weit fortgeschritten, dass sie nicht nur die einzelnen Zellen voneinander lösen, sondern dass jetzt die Zellmembranen zerfallen. Die Zellmembranen, die sind ja auch nicht leicht zersetzlich. Die Zellmembranen enthalten das Zellplasma, das ist sehr eiweißreich, und dann eben den Zellkern, da steckt das wertvollste Eiweiß drin. Und da wollen die dran. Jetzt zerbrechen die langsam diese Zellmembran und dann fließt die Zellflüssigkeit aus. In den Vakuolen hat man immer, in den Pflanzenzellen hat man also Flüssigkeitsvakuolen und plötzlich tritt die Flüssigkeit aus und durchtränkt jetzt den ganzen Haufen. Und dann sackt er plötzlich ein bisschen zusammen. Verliert an Volumen. Man meint, wo ist es denn geblieben, mein schöner Haufen? Vor allem, wenn wir jetzt junges Gras haben, dann ist es so extrem, dass nur noch ein Häuflein Elend übrig bleibt am Ende. So intensiv kann das dann so zersetzt werden, dass da
ja, dass die Mikroben eben auch mineralisieren und abbauen und abbauen und abbauen. Und dann kommt es nicht so richtig zu diesen Prozessen, zuletzt oder so, sagt er so zusammen, dass man zuletzt zwar einen guten Humus bekommt, aber es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das meiste ist verduftet. Und jetzt, nach dieser Durchfeuchtung, wo die ganzen Abbauprozesse verlangsamt werden, durch die dichtere Lagerung und die Durchfeuchtung, setzt nun ein vierter Prozess ein, und das ist die Vererdung. Und diese Vererdung, das ist dann das Ende des ganzen Kompostierungsprozesses, dass nämlich jetzt die Bodentiere, die sich hier an der Oberfläche in dieser unter dieser Hülle der Haut, die ich dem Haufen gegeben habe, entwickelt, die ziehen jetzt hier rein in den Haufen von allen Seiten. Ne? Ziehen die herein und fangen jetzt den ganzen Haufen an, durchzuarbeiten. Und das ist ja im Falle des Kompostes, das ist Eisenia fulvida, schon Eisenia fulvida, das ist der Kompostwurm, fulvida, das ist der rote Kompostwurm. Und das müssen Sie eben auch mal gucken. Kompostwurm. Wenn Sie mal einen anständigen Komposthaufen sehen, ich sage einen anständigen, der so einen Prozess richtig durchläuft, schöne Haut hat, und Sie greifen dann mal rein, dann haben Sie plötzlich die Handvoll solcher Kompostwürmer. Das ist fast kaum Material. Da hat man eine Knäuel von lauter solchen roten Kompostwürmern. Und das ist das, die sorgen dafür, dass jetzt Humus entsteht. Dass wirklich diese Umbildung, dass nicht nur die Mikroben sozusagen abbauen und alles verduftet irgendwohin ins Nichts, sondern die Bodentiere, es ist nicht nur dieser Kompostwurm, sondern es sind die Kolymbolen, die sogenannten Springschwänze, die da so mehr so Insekten, so larvenartig, dann mehr schon in Richtung Imago gehend, also mehr das Insekt ausbilden. Alle Phasen, alle Übergangsphasen kann man da beobachten. Ringelwürmer und also wirklich ein unglaubliches Leben. Aber beherrschend sind die, bei einer guten Komposthaufen, sind diese roten Kompostwürmer. Und die machen eben das, was den besten Humus erzeugt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal, Zeit eilt uns immer wieder von dannen, wenn Sie so einen Wurm haben, dann hat er hier vorne sein Maul und hier hinten, ich muss es nur mal andeuten, am besten sieht man das beim Tauwurm, bei unserem Regenwürmern im Feld draußen. Ein solcher Regenwurm, der hat einen Blutkreislauf, der zieht sich durch den ganzen Körper. So. Und dadurch, dass er segmentiert ist, eine Wiederholung des Gleichen sozusagen, Segmentierung, wie man sie auch bei den Schmetterlingsraupen zum Beispiel sieht, ne? Überhaupt im Haushalt der Natur taucht diese Segmentierung auf. Und das ist im Grunde genommen eine Wiederholung. Wie die Blätter der Pflanze in Wiederholung nach oben, Blatt und Blatt und Blatt und Blatt sich entwickeln. Das ist ein Vorgang des Ätherischen, des Lebendigen, rein Lebendigen. Und in seinem Regenwurm überwiegt auch das Lebendige im Wässrigen. Sie haben 90% Wasser, so ein Regenwurm. Da ist dasselbe Prinzip wirksam, der Segmentierung, der Abfolge von immer wieder neuen Metamorphosen, sozusagen wie die Blätter, die am Stängel hochwachsen. So ist das ganze Tier gegliedert in solche Segmente. Aber es hat nur ein Maul, das ist hier vorne, und hat dann hier, was habe ich jetzt für eine Farbe, nehme ich mal das Grün, hat hier jetzt parallel zu dem Blutkreislauf
verläuft hier ein Magen, ein Darm. Der ist hier vorne verdickt. Da entsteht so ein bisschen wie so ein Magen, der ist kein richtiger Magen, sondern eine Verdickung dieses Darmschlauches. Und dann nimmt jetzt dieser Regenwurm hier über sein Maul, hat ja keine Zähne, er hat ja überhaupt kein Skelett. Das ist nur eine Verhärtung der Haut. Da ist er in der Lage jetzt, also sich da durch die Erde durchzufressen. Und er macht ja die Höhlung, ist ja unglaublich. Rote Kompostwurm, der hat natürlich ein relativ lockeres Milieu. Aber unser Regenwurm im Acker, der macht seine Höhlen, also seine Röhren da senkrecht in den Boden rein, frisst sich durch die Erde. Und das ist für ihn notwendig, lebensnotwendig. Nämlich, was er da frisst, ist organische Substanz, abgestorbene organische Substanz und Ton und Feinsand. Und den Feinsand braucht er, um jetzt das Material, was er hier aufgenommen hat, in diesem ganz kleinen Magen zu zermahlen. Der Magen bewegt sich ständig und das Zermahlen wird jetzt diese Quarzkörner, die er aufgenommen hat, diese aufgenommene Nahrung zermahlen, ist das eine. Und die Tonmineralien, die er aufnimmt, die braucht er dann, um hier in der Verdauung dann schließlich also den idealen Humus zu erzeugen, nämlich derjenige, der sich mit den Tonmineralien verbindet. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also, das ist ein wunderbarer Vorgang. Der Regenwurm ist in der Lage, Organisches und Mineralisches zu fressen. Und steuert es durch seine eigene Sinnesorganisation, denn es ist ja ein beseeltes Wesen. Die Regenwürmer haben zwar keine Augen, aber sie haben eine Fülle von Tastorganen über den ganzen Leib verstreut. Deswegen ertastet er mit dem Sinn, dem Tastsinn, der ist hochentwickelt, ertastet er sozusagen seinen ganzen, im Dunkeln der Erde, ertastet er, was da so um ihn herum ist. Und er kann sogar diese Tastorgane ausstülpen. Die kann er ganz zurückziehen in seinen Leib und kann die ganz ausstülpen. Und so, je nachdem, was er ertastet, scheidet er jetzt Schleim aus. Sodass er immer auch auf dem Boden auf seiner eigenen Schleimspur entlang gleitet. Und so gleitet er durch auch diese Schleimspur in die Tiefen der Erde und gleitet durch diesen Schleim, gleitet er die inneren Höhlungen aus und stabilisiert sie dadurch. Es gibt Regenwurmröhren, die sind Jahrhunderte alt, weil die so witterungsresistent sind durch die Auskleidungen, durch den Regenwurm, der da auf und ab saust, kann man fast sagen, da ist eine ungeheure Geschwindigkeit, bewegt er sich da drin und kleidet dann die Regenwurmröhren aus. Und das ist überhaupt der fruchtbarste Boden, deswegen wachsen die Wurzeln der Pflanzen so gerne durch Regenwürmer in die Tiefe, haben Sie das mal beobachtet. Müssen mal so ein Profil machen auf dem Acker, da wird man sehen, dass bevorzugt die Wurzeln dann diese Regenwurmlöcher aufsuchen. Und der Regenwurm, der sagt sich natürlich, also da kommt mir was in die Quere, aber vielleicht entweder macht er eine neue Röhre oder er räumt da diese Wurzel weg. Ne? Also man hält das nicht für möglich, was da sich im Boden eigentlich im Stillen abspielt. Stellen Sie sich mal vor, diese Tauwürmer in unseren Böden, ja, die so eine Röhre machen im Lössböden bis zu 7 Meter Tiefe. In unserem normalen Böden 1 Meter, jedenfalls bis unter die Frostschicht. Denn die Regenwürmer sind ja überwintern in der frostfreien Zone, deswegen gehen die da runter. Ja. Die überleben nicht in Froststarre wie andere Würmer während des Winters, sondern die bleiben Regenwürmer, aber müssen im frostfreien Untergrund irgendwo ihre kleinen Höhlungen haben. Und sobald es warm wird, sind sie wieder oben. Und die bewegen sich erstaunlich schnell, rauf und runter. Und dieses Rauf und Runter ist eigentlich absolut vergleichbar mit der Atmung. Denn wenn die hoch steigen in ihren Röhren, pressen die sich gegen die Wandung und schieben sich dann hoch. Sie tun so Stacheln ausschieben und halten sich dann fest und zack, schieben sich dann hoch. Und dann pumpen sie das Kohlendioxid angereicherte Luft, pumpen die oben raus.
Das Kohlendioxid ist schwerer als Luft und will nicht aus der Erde raus. Und durch der Regenwurm stößt jetzt, wenn er da hochgeht, einen ganzen Schwall von so angereicherter Kohlensäure heraus in die Luft. Und wenn er wieder runtersaust, da zieht er sauerstoffreiche Luft nach. Sind so weisheitsvoll, es ist alles eingerichtet. Man muss nur sorgen, dass diese Bodentiere auch wirklich ihren Lebensraum haben, um die besten Ackerbauer zu werden. Ja. Ich hätte gleich noch mal ein paar Fragen zum Kompost, wenn das jetzt noch passt. Ich setze mir jetzt eine Miete für meinen Gemüseacker meinetwegen auf. Die möchte ich in 2 Jahren, möchte ich einen Nährkompost davon haben. Wie was für ein CN-Verhältnis möchte ich denn in der Miete an sich haben? Man kann nur mit den Materialien arbeiten, die man hat. Ja, ja. Und Gemüse hat ein relativ enges CN-Verhältnis normalerweise, Gemüseabfälle. Ja. Da brauche ich keine großen Kapriolen machen. Okay. Aber wenn man dann noch anderes auch noch hat, also wenn sich frisches Gemüseabfälle kompostieren, dann können Sie sagen, da tue ich jetzt auch noch ein bisschen schwer zersetzliches Material dazwischen. Ne? Dann wird das auch mit abgebaut. Ja? Okay. Also das leichter abbaubare fördert das Mikrobenleben, das andere wird dann mitgenommen, sozusagen, wenn es schwerer zersetzlich ist. Ja? Okay. Und dann habe ich den vielleicht gerade umgesetzt und dann steigt die Temperatur an, weil der durchs Umsetzen ja belüftet wurde. Und nach 3 Tagen hat es immer noch um die 70 Grad und dann denke ich mir schon, oh. Dann fange ich an, den zu verdichten oder zu befeuchten. Ja. Okay, ja gut, danke. Ja. Also am besten ist immer das Verdichten, also sobald er so heiß wird. Ne? Denn die Hitze kommt ja durch den Regen Sauerstoffzufuhr zustande. Ja. In Ihrer Darstellung kam mir jetzt das Wenden des Kompostes gar nicht vor. Was haben Sie da für eine Meinung zu? Das ist, ne? Wenden des Kompostes? Ja. Also grundsätzlich würde ich sagen. Aber das, man muss ja das in Gedanken denken und dann kann man erst handeln. Ne? Grundsätzlich muss ich sagen, nichts ist wichtiger für den Komposthaufen, als er Ruhe hat. Von diesem Prinzip muss man ausgehen. Der Kompost braucht Ruhe. Und jetzt kann es sein, dass man mal mit der Hand reinfasst, ein kleines Loch eingräbt und sagt, der ist so feucht oder es kommt nicht in Gange oder irgendwie so. Und das ist so unterschiedliches Material. Das eine ist weit zersetzt, das andere noch lange nichts. Und dann sagt man, ja, also ich glaube, das ist doch gut, jetzt umzusetzen. Und in der Regel kann man einmal umsetzen. Vielleicht auch mal zweimal, aber das sollte das Maximum sein. Ich glaube, wir hatten das bisher schon auch so, dass es auf manchen Betrieben so ist, dass sie es schaffen, immer nur frisches Material in den Haufen einzubringen und sie es dann nicht umdrehen brauchen, weil es schon von vornherein dann eben eine gute Wärme entwickelt und auch schon so die Umsetzung funktioniert. Und wenn sich nur nach und nach dann Material ansammelt und teils ist es schon umgesetzt und es kommt dann eben zusammen auf den Haufen und dauert vielleicht ein bisschen, bis da Wärme entsteht, dass man dann eher noch mal umsetzen müsste. Sie meinen, dass nach und nach so der Haufen sich erst aufbaut? Ja, genau. Man kann es auch so machen, dass man ihn aufbaut und dann setzt man immer so an. Mhm. Ja? Das ist fast besser, ja? Ja. Als diese. Also das sind aber, weil Sie merken, das ist wirklich eine künstlerische Handhabe. Man muss sich mit der Sache verbinden, dann wird man merken, was das Beste ist. Ja. Kann ich einen Komposthaufen zu Tode liegen lassen? Also wenn der jetzt 1-2 Jahre liegt und der ist umgesetzt zu Erde, habe ich dann einen Handlungszwang oder kann ich das liegen lassen, weil es nicht schlechter wird? Also die Düngewirkung von Kompost ist immer noch die, dass er noch eine gewisse Dynamik hat. Und wenn er ganz jahrelang da liegt, dann wird es sehr gute Erde. Also das ist so was Wunderbares. Ein krümelnder Haufen, der noch jahrelang gelegen haben, aber der hat eine andere Wirkung. Der wirkt nicht triebig oder irgendwo jetzt anregend so sehr, sondern der liegt da erstmal. Und dann ist es ein echter Dauerhumus.
der hat eine ungeheuer hohe Organisationskraft, aber keine direkte Belebungskraft. Das muss man deutlich unterscheiden. Also je reifer ein Kompost ist, desto höher ist seine Gestaltungskraft in Bezug auf das Pflanzenwachstum. Nicht so sehr die Belebungskraft, als die Gestaltungskraft, die Formkraft, die Durchstrukturierung und so weiter. Also jedenfalls unser Regenwurm hier, dieses eigenartige Gebilde, wässrig, also hinfällig bis dort hinaus, arbeitet sich durch die festeste Erde. Das ist schon mal auch ein Wunder. Ja, die Zeit ist schon. Die festeste Erde frisst sich ein ganz wässriges Gebilde. Ja. Und es frisst sich, und hier in dem Darm findet jetzt eine intensive eine Symbiose statt zwischen Mikroben und dem Organismus. Und dieser Organismus ist durchseelt. Ein Regenwurm hat eine Seele. Wie jedes Tier. Was heißt das? Der empfindet. Der folgt seinen Tastsinnen. Baut da diese Röhren. Und schafft durch seinen ganzen Organismus die beste Bodenstruktur und die beste Fruchtbarkeit der Böden. Das ist ein beseeltes Wesen, und dieses beseelte Wesen steuert diese Symbiosen jetzt hier im Darm. Die Pflanze steuert sie um die Wurzel herum in der Regel, wenn man nicht mal von den Leguminosen absieht, die eine endogene Symbiose hat. So ist das Tier ein Wesen, was diese Symbiose in sich hereinnimmt, ins Innere. Und durch seinen eigenen astralischen Leib, Seelenleib sozusagen, diesen ganzen Prozesse weisheitsvoll steuert, sodass das, was dann hier hinten als Regenwurm kurz zum Vorschein kommt, ist eine Masse, wo sich durch diese Wirkungen im Regenwurmleib organische Substanz und mineralische Substanz miteinander verbunden haben. Und das schafft den fruchtbarsten Boden überhaupt, schlechthin, weit und breit. Ja, das sogenannte Tonhumuskomplex, so nennt man es in der Wissenschaft. Das ist aber irgendwie auch so ein Begriff. Ne? Das ist ein Wort eigentlich. Aber er beschreibt, es ist ein Komplex, also es ist eine Einheit. Und das ist aber, wenn man das mal versucht, denken zu empfinden, dass ich eine leblose Substanz, wie sie die Tonmineralien sind, mit einer lebendigen untrennbar verbinden, dass eine Brücke ist, richtig gehende Brücke, und dass es den stabilsten fruchtbaren Boden gibt, den man sich denken kann, mit pH 7. Hier, das pH 7. Das hängt damit zusammen, dass hier diese Kalzittröpfchen, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass hier der Mageninhalt ständig mit Kalktröpfchen so versehen wird, dass die aufgenommene, an sich saure Nahrung, alles was der Regenwurm an organischer Substanz aufnimmt, ist leicht sauer. pH 6, vielleicht drunter, vielleicht so zwischen 6 und 7. Und jetzt nimmt er das auf, schmeckt das so quasi durch, da in seinem Magen, dem das da durchgewirbelt wird, und sondert entsprechend jetzt Kalzittröpfchen hinein in den Nahrung, um den Nahrungsbrei auf pH 7 einzustellen. Und so wandert dann dieser Nahrungsstrom durch den ganzen Wurm durch und wird symbiontisch aufgearbeitet von den Mikroben, und dann haben sie ein Regenwurmhäufchen, und das ist ein doppeltes Wunder insoweit, als er diese organisch-mineralische Verbindung darstellt und sehr stabil ist, regenstabil, da kann Regentropfen drauf fallen, das geht nicht auseinander, außerordentlich fruchtbar, also ich glaube der höchste Fruchtbarkeitsgrad, den man überhaupt erreichen kann, und gleichzeitig ist die Erde, die da oben abgelagert wird, von unten hochgeholt, entgegen der Schwerkraft. Es kann sein, dass auf guten Standorten bis über 100 Tonnen Erdmasse von unten nach oben verlagert werden. Von Regenwürmern. Im Laufe eines Jahres. Also stellen Sie sich sowas mal vor. Der Regenwurm regeneriert in jeder Hinsicht. Auch der Kalk kommt von unten nach oben. Er ist ja sehr kalkliebend.
Der Kalk wird von unten aus dem Unterboden heraufgeschafft, an die Oberfläche oben abgelagert. Und ich habe mich immer gewundert, das muss jetzt zu Ende kommen, aber ich habe mich immer gewundert, wie ich so alte Museenstätten besucht habe in Griechenland oder in Sizilien oder anderen Orten in Kleinasien. Da habe ich mich immer gewundert, warum diese großen Säulentrümmer und was da so an Trümmern rumliegt, dass sie so halb versunken in der Erde liegen. Zum Teil muss man sie ausgraben. Da ist der Boden durch das Regenwurmleben, wächst quasi über die hinaus, über die Jahrhunderte. Der hebt sich einfach hoch. Die werden langsam begraben. Durch diese ungeheure, wie man gerade in kalkreichen Gebieten, ist es umso intensiver. Da holen die Regenwürmer ständig diese Erdreiche nach oben und dann wachsen die Böden über diese Trümmer, die natürlich schwer sind und auch ein bisschen den Boden einsinken, wachsen heraus. Entgegen, also da ist auch kein Frost, der die immer wieder raushebt. Also das, solche Phänomene muss man mal ein bisschen studieren. Dann merken, wie unsere Böden sich verjüngen durch die Tätigkeit der Bodentiere. Aber ich greife jetzt eigentlich schon in das nächste Thema über. Und wir sind noch lange nicht mit dem ganz zu Ende. Morgen weiter. So, also.